Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Odins 4 mit mir, dem Levedan 2. Heute gehen wir den Rest des Waldes erkunden, was eigentlich nur noch das schwerste Gebiet hier ist und der finale Boss des Levels. Gut, ja, würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir die Opposition mit Gewalt niederschlagen, wenn wir politische Begriffe benutzen dürfen. Naja. Eigentlich habe ich kein Problem damit, wenn Könige und solche Sachen geköpft werden. Ich bin Schweizer, das ist so unser Ding, dass wir... Also ich zumindest, man kann es ja nicht verallgemeinern, aber früher war es so unser Ding, dass wir die Leute gehängt haben, die behauptet haben, dass sie von Geburt an besser sind. Das wollte unser Bauernvolk halt irgendwann einfach nicht mehr. Aber... Naja, wir lassen jetzt mal in Fantasy-Geschichten Königinnen, Königinnen sein und schauen, was das Spiel sonst noch so bietet, neben Oppositionen und Verrat und Intrigen und Mord und Totschlag. Boom! So, und jetzt noch mein Lieblingstrick. Die heilen sich gegenseitig soweit. Okay. Nee. So, dann nehme ich hier noch die Leben auf. Nicht die Leben. Aha, das war's aber noch nicht. Ja. Kommt schon. Autsch. So. Jetzt muss ich noch zum Aufladen kommen. Gut. So. Ach, eigentlich einfach so. Schnell wieder die Fusion aufnehmen. Mehr gibt's nicht, okay. Na gut, sind das... Die beiden sind die, die hier hauptsächlich noch Fusion geben sollten. Gib mir. Keine mehr, gut. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Oder auch nicht. Ich bin nämlich nur die... Oh Gott. Ja, das könnte lustig werden. Da haben wir auch einige magische Feen darin. Das ist nicht gut. Hier habe ich jetzt eine Fusion-Explosion. Sowas von genial, aber ich habe sie leider nicht. So, okay. Und... Ich werde hier ja wahrscheinlich auch noch ein paar Aalrauen zulegen. Das ist so etwa das, was man... Hahaha, keine Munition mehr. Das ist erbärmlich. So, und... Eine Magierin weniger. Zwei Magierinnen weniger. Bist du auch eine Magierin? Du hast volle Leben, also bist du eine. Leben! Leben, Autsch. Boom. So, das wäre dann... Das wären dann die... Zumindest die magischen Elfen. Feen. Sorry, die kämpfen mit Bögen und all dem Zeug. Da kriege ich gleich... Da kriege ich das Gefühl von Feen. So. War's das? Ja, das war's doch schon. Mich gut gemacht. Keine weiteren Cyphers? Okay. D-Rang. Egal. Zeig du mir, genau. Das ist das Einzige, was ich kriege, hä? Naja. Immerhin. Wenn ich ihn nicht brauchen möchte, kann ich ihn immer noch verkaufen. Dankeschön. Da machen wir uns nämlich noch ein paar schöne Heiltränke draus. Ja. Am besten gerade schon jetzt, hä? So. Und... Nein! Das ist doof. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich die... Cyphers hier gleich noch irgendwie...
aufleveln kann, aber dann halt nicht. Vielleicht beim ersten toten Gegner, beim Endboss, weil die haben ja immer irgendwie Begleitung mit dabei. Frösche. Wartet schnell. Entschuldigung, ihr Frösche, ich weiß nicht, einer von euch hat was gut bei mir, aber ich brauche schnell noch die Erfahrung, denn unter Umständen seid... Dankeschön. Ist es genau der Schaden, der mir helfen kann beim Boss. Das auch, weil ich habe wirklich keine Ahnung, wer der Boss sein soll. Ich gehe jetzt einfach mal wieder davon aus, dass das Spiel hier das übliche Recyceln von Bossen benutzt, aber mir fällt nicht ein, welche das hier sein könnte. Also am ehesten denke ich fast, dass es Oswald sein könnte, aber wir haben noch nie gegen Oswald gekämpft, deshalb das könnte spannend werden. Aber ich weiß es nicht. Das Spiel wird es uns dann schon sagen, wen wir hier bekämpfen dürfen. Quite the spectacle. You are totally surrounded. It is only a matter of time until your small number of allies have been repelled. Give it up. You are no leader. Once I become the king, and if you choose to obey me, I shall allow you to live, as I am a man indebted to the former queen. I refuse. But then I have no choice. Lord Melvin! What is it? It's a fraud. I don't understand it. That disgusting creature appeared in the palace and the troops are disoriented. Oh, I can't rely on you for anything. 'Tis useless to try to figure out what I have done. That jeweled bow that you hold is extremely powerful. But be warned, you are not the only one who wields a cipher. Oswald! Why not test the Beldereaver? On the Queen herself. Yay, Oswald, der Schattenkrieg. Ein Boss, den wir noch nicht hatten. Das allein macht mich schon glücklich. Auch wenn ich mich ein bisschen sterben sehe gegen Oswald. Aber, zack, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin da irgendwie mit Marvis einer Meinung. Wenn meine Soldaten zu mir kommen würden und sagen, hey, ein Frosch macht uns fertig, ja, dann würde ich verstehen, oh Gott, er hat Shadow Mode. Nicht, bitte nicht, bitte nicht. Autsch, autsch. Ich habe keine Munition mehr. Okay. Oswald im Schattenmodus ist nicht lustig. Ich bin zu langsam, um ihm zu entkommen, was ein Problem sein könnte. Außerdem, ich brauche Leben. Ich habe eine Idee, aber mal schauen. Zu meinten, Knochen! Hier, Schusshündchen, ist das. So, damit haben wir schon mal eine Fee weggebracht. Das Ding ist, ich glaube, die magischen heilen ihn ja. Versuchen wir mal den Blizzard. So, den magischen besiegen. Ah, Shadow Mode. Oh Gott, das wird mühsam. Oswald im Schattenmodus. Okay, also nochmal das gleiche. Lahmhaxe. Ist ein Knochen. Autsch. Oh Gott, der hat mir den Knochen wieder ins Gesicht geworfen. Jetzt nehme ich die... Ich habe noch das I... wie Illumi. Damit habe ich jetzt die... Also, ich muss erstmal
die Heilerin hier ausschalten. Sonst... Okay. Und wir haben wieder das Problem, dass Oswald irgendwie im Wutmodus ist. Autsch. So. Ich nehme nochmal die Eisrüstung. Dann den Blizzard. Außerdem, wie wär's mit einer Mango? Wieso? Ich kann Frost auch nicht widerstehen. Warum darfst du das? So, genau. Immerhin, die Feen haben ein Problem. Shadow-Modus. Autsch. Da macht er nicht viel Schaden. Ich muss nur aufpassen beim Belder River. Ja, genau, hier. Aber ich glaube, er kann den Modus nicht lange aufrechterhalten. Lang genug. Autsch. Ah, da hatte ich nochmal Glück, dass ich... Na, da ging sie. Wow, die Truhe wurde auch verprügelt. Brötchen! Brötchen, Brötchen, Brötchen. So, gib mir die Seelen hier. Dankeschön. So, Brötchen. Und da kommt wahrscheinlich genau wieder... Nee, nicht der Mann. So. Setzen wir mal den Todesschuss ein. Nee, nicht Behold. Okay, Behold. Nicht gut. Ich fliege da einfach mal. Ich muss einfach schauen, dass ich vor ihm wegkomme. Bis er quasi wieder ein bisschen normal geworden ist. So wie jetzt. Nee, doch nicht. Das ist nicht normal. Nein, ouch. Das ist überhaupt nicht normal. Brötchen! Autsch. Ich habe immer noch mehr gehört, dass du mir Schaden gemacht hast. So. Boom! Ja. Und aufladen. Und, du kannst dich auch heilen, hä? Aber es ist mir auch egal. Boom! Tot war er. Oder nein, nicht tot. Besiegt. Weil wir wissen ja, dass er weiterlebt. Mal schauen, was passiert. Your Majesty, the rebellion has been suppressed. Where is Melvin? He fought to the end, and he has returned to the heavens. Someone reported seeing his Shadow Knight being taken by Aholia. I see. Hey! Don't kill the frogs here. They're really fairy soldiers. This medicine will return them to normal. Did you change Melvin's soldiers into frogs? Yes, I slipped a little transformation potion into their drinks. Well, now that your reinforcements have arrived, it's time for your promise. As you see, I am a frog now, but I was originally human. However, it seems my curse is slightly different. I've tried already, but that potion won't cure me. As far as I know, a kiss from a powerful fairy is able to break a spell of this type. You are fairy royalty, so I assume you are powerful. What? So, that's my wish. What? I can't put my lips on a slimy, poisonous frog. Can the Queen of the Fairies go back on her word? I...
myself. Just give me some time. Ja, ich möchte speichern. Das war jetzt genial. Dieses... Okay, ja, ihr solltet mich küssen. Er erklärt für 2 Minuten lang, was mit ihm los ist und was er gemacht hat. Und sie nur... Was? Überhaupt nicht zugehört. Naja, aber es erinnert mich doch schon je länger, je mehr an den Froschkönig. Also, ja. Immerhin... Ah, ja, und Gespräche. Gut, ich denke, in diesem Part haben wir Zeit für die Gespräche. Dementsprechend, was wollt ihr noch? Your Majesty, the remaining rebels have been arrested. The soldiers who were merely following orders should be pardoned. As for the lords who commanded them, if they swear fealty to your highness, shouldn't we mitigate their punishment? Yes, I agree. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass da der Marvis offscreen gekillt wurde. Das hätte ich gern gesehen. Oh, are you ready now? No, not yet. Küss ihn einfach. What a tease. Ja, eindeutig der Froschkönig. Auch wenn ich nicht weiß, welcher Froschkönig. Ich würde es lustig finden, wenn es Vevlets Bruder ist, weil Vevlet herausgefunden hat, dass er den Cornelius in einen Puka-Prinzen verwandelt hat und sie hat ihn in einen Frosch verwandelt. Und jetzt versucht er, wieder Mensch zu werden. Queen Mercedes, rest assured, the chaos in the kingdom is subsiding. Jetzt müsste ich nur noch überlegen, ob der Frosch die gleiche Stimme hat wie der Bruder. Und wenn ich das überprüft habe, könnte ich mir vielleicht sogar sicher sein. Aber ich habe zumindest die Stimme nicht gerade im Kopf, dass sie mir einfallen würde. Aber wir werden sehen. Your Majesty, you used to love going frog hunting, but now you travel everywhere with a frog. Yes, it's a real pain. It's hard to explain. Huh? Och. Welches Märchen kommt als nächstes, wenn wir jetzt den Froschprinz haben? To celebrate the Queen's victory, I'll let you visit the Puka Village. Just you and me. How about it? Nein! Das könnt ihr doch nicht machen. Verkaufen. Der heilige Kristall bringt 6. Okay. Ich muss jetzt schauen. Vielleicht kriege ich noch irgendwie 12 hin. Android brauche ich auch nicht mehr. Lammhaxe bringt 5. Ilumi bringt 2. Maubeeren bringt 1. Jetzt hätte ich gerne noch das Täschchen gehabt, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ja, gut. Ah, Quelldünger könnte ich verkaufen. Ja. Kannst du haben. Und dann noch ein Maubeersamen, ja. Und dann können wir uns die Tasche leisten. Weil ich habe sowieso nichts fürs Puka-Dörfchen, das ich jetzt hier gerade nutzen könnte von den Rohstoffen. Aber das heißt, ich kann ab jetzt ins Puka-Dörfchen und das sollte ich dann nach Möglichkeit auch nutzen. Was heißt... Vielleicht schon im nächsten Level anfangen, Näpfel zu züchten, damit man da schnell hochleveln kann mit Näpfeln und Milch. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute, denke ich. Ja, doch geht's hinaus. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part auch wieder ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis dann!